Herzlich willkommen zurück hier in Skylanders. Wir werden es gleich nochmal probieren. Irre! Die Zyklopen haben es einige diesmal. Mabu entführt. Und das, obwohl sie gerade erst versprochen hatten, es nie wieder zu tun. Du musst die Mabu schnell aus ihren Käfigen befreien. Die Zyklopen werden nämlich schnell hungrig. 3, 2, 1. Wir können uns gar nicht lange mit denen aufhalten. Ach. War das jetzt irgendwo? Ja. So. Jetzt schon 3. Gleich hier runter. Jetzt wieder rechts. Noch 2 Minuten. Lol, wo ist jetzt der Schlüssel hier? Man weiß es nicht. Wo ist denn der Schlüssel hier? Da ist der Schlüssel dafür. Wenn man das hier weiß, dann ist das gut. Und dann kommt man nämlich hier so rum gar nicht. Ah, oh, das ist schon wieder fail. Also doch andersrum, dann klappt das auch. Erst den. Noch 1 Minute. Das wird aber auch nichts, glaube ich nicht. Schaffen es doch. Heldenherausforderung abgeschlossen. Sehr gut. Gut gemacht. Rette 6 Mabu in der. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass du das drauf hast. Aber du hast die Herausforderung angenommen und warst echt klasse. Genieß die zusätzliche Macht. Eine weitere Heldenherausforderung nicht jetzt. Vielleicht ein andermal. So. Und an dieser Stelle machen wir gleich weiter. Bist du bereit für einen Flug ins Blaue mit dem besten Piloten der Skylands? Na, gehen wir weiter zum Sky-schönen Hafen. Einsteigen! Los geht's! Oh ja! 2 Punkte für mich! Aber wer zählt schon mit? Achso, da stößt du mal dagegen. Jetzt habe ich es erst kapiert. Wir müssen nur ihr Elite-Luftschiff finden, es vom Himmel holen und den goldenen Propeller klauen. Hm? Ganz einfach. Das wird ein Zuckerschlecken, besonders für Helden wie uns. Helden, die Zucker mögen. Kapitel 3. Sky ist schöner Hafen. So, hier kann man gucken. Hunger, Druck. Rüstung +3.
Heldentaten ein. Heldenkraft. Ah ja. Oh, was haben wir denn da? In dieser Zone sind Skylander des Technologieelements stärker. Ein Technologie dran. Dann wechseln wir doch an der Stelle mal wieder zu einem schönen Trigger Happy. Auch Trigger Happy ist bald Level 2. Stufenaufstieg. Was ist denn jetzt? Der hat auch schon eine Menge Kohle. Benutze die Kanone, um die Drow-Kampfschiffe abzuschießen. Probieren wir das mal. Hier ist es natürlich schön, wenn man im Korb steht, oder? Ach scheiße. Habe ich mein eigenes Schiff abgeschossen. Und schon wieder. Trigger Happy hat auch mal eine Menge Kohle, wa? Hast du ganz viel Geld. Mein! Oh, ein neuer Gegner. Eine Draw-Hexe. Also man sollte nicht in diese Scheiben reinlaufen. Oh! Was macht denn diese Elfe hier immer? Aua. Aha, hier brauchen wir Chop Chop als nächstes. Den muss ich auch gerne nochmal holen. Nein, den müssen wir jetzt mal schnell holen. Wer kann denn das ahnen? Das wäre jetzt Shop. Du brauchst einen Gespenster, Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Kleinen Moment. Hier haben wir Chop Chop als nächstes, den hatten wir ja auch gefunden im ersten Teil. Auch dieser Chop Chop ist nicht aus dem ersten Skylanders, sondern auch aus dem dritten Teil, glaube ich. Da man heutzutage kaum noch bezahlbare Skylander findet aus dem ersten Teil, finde ich es gut, dass es auch noch ein paar. In dieser Zone sind Skylander des Gespensterelements stärker. Also, wir haben die Möglichkeit, ein Schwert Kombos zu machen und ein Schild zu benutzen. Und jetzt sind wir schon mittlerweile bei 5 Skylanders angekommen, die wir benutzen können.
Ach, und auch Chop Chop muss ich eigentlich zurücksetzen. Er ist schon bei Level 3. Das kann er nämlich dann noch nicht. Haben wir jetzt einmal gesehen. Dann werde ich jetzt mal eben schnell zurücksetzen. Er hat sogar noch ein paar mehr Sachen. So, wow. Chop Chop ist Level 1. So. Jetzt können wir nämlich diese eine Attacke nicht mehr. Au. Oh. Ich weiß gar nicht, wo es dahin geht. Mal gucken. Aber da geht's zurück. Ha, gut zu wissen. Mal wissen, das ist hier lang. Ne, hier ist auch nichts. Und hier ist der Schlüssel dann. Achso, man kommt auch gar nicht anders zurück. Man muss da rüber gehen. Aha. Lol. Okay, ich wollte gerade sagen, es buggt, aber nein. Wow. Geld für ihn. Und diesen Hut möchte ich ihm auch nicht umsetzen. Nein. Außer ihr möchtet das gerne. Jetzt schreibt es in die Kommentare, welche Hüte welcher Charakter haben soll. So. Können eigentlich schon in dieser Zone sind Skylander des Technologieelements stärker. Warum auch nicht? Ja, der Kombo geht nämlich trotzdem. Man muss die richtigen Tasten drücken. Ach, ich aber auch nicht mal hin. Wir sehen, schießt er jetzt auch mit anderer Munition. Das hat ein anderes Element ist. Hm, das ist ein etwas heftiger Schuss. Wir noch mal einmal rauf. Es fehlen immer noch ein Hut, zwei Kisten, ein legendärer Schatz und ein Seelenstein. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. Den Seelenstein sehe ich schon. Da hinten ist der legendäre Schatz. Oh. Und der, also der kann Schutzschild machen. Der Zauber macht Gegner gegen Geschosse immun. Ah toll, also gegen Geschosse. Geschosse benutzen wir ja in diesem Fall gerade gar nicht, das ist sehr praktisch. Wir kommen hier nochmal mit der Zeit.
konnte man noch mal da hinten hin? Da ist erstmal wieder eine Schriftrolle. Solange wir alle denken können, sind die Skylander und die Feen befreundet. Vielleicht liegt es daran, dass die Feen jeden Schatz in Verbesserungsmagie verwandeln können, die den Skylander neue Kräfte und Fähigkeiten und einen frischen Atem verleiht. Ja. Hier haben wir erstmal wieder eine Seelenkarte, das heißt, das wird unsere erste Luft-Skylander sein, nämlich Sonic Boom. Sonic Boom, schauen wir uns das gleich mal an. Erde. Du brauchst einen Erd-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Erd-Skylander haben wir ja auch noch gar nicht gefunden. Deswegen werde ich auch nochmal jetzt nicht durch dieses Tor gehen an dieser Stelle. Oder vielleicht doch. Ja, ich wüsste jetzt aber nicht mit welchem. Also kommen wir lieber nochmal wieder. Hallo, sehr gern. So ein Spaß, dass die Skylander zurück sind. Wir Feen tanzen immer mit den Skyländern. Ich bin Persephone. Oh je, machen wieder dumme Sachen, diese Drow. Ich fliege besser zum Lichtkern zurück. Dort treffen wir uns später zum Tanzen. Fröhliches Glück, Skylander. Ja, genau, wir tanzen später. Ah, genau, ich weiß jetzt, glaube ich, wieder, wie man da hinkommt. Das heißt, wir werden dieses Level nochmal spielen, aber erst, wenn wir eine Karte gefunden haben. Von einem Erd-Skylander. Ein riesiger. Man rennt einfach an mir vorbei, auch gut. Ist aber jetzt auch nicht so schwer zu besiegen. Chop ist auch schon Level 2 geworden. Bevor wir jetzt dahin gehen, gehen wir nämlich jetzt nochmal zurück. Gehen dann hier hin. Hier ist der legendäre Schatz. Da werden wir jetzt einfach gleich nochmal einen Spyro dazu rufen. Leg dich nicht mit dem Drachen an. Um mal eben beiden etwas Geld zu geben.
Legendäre Schatzkunden, Windläufer oder Windläufer. Dann werden wir Spyro wieder wegnehmen. So, haben wir beide ein bisschen Geld bekommen. Und jetzt kommt noch der Endboss. Und der Part ist jetzt etwas länger als sonst. Das ist das Elite-Luftschiff, das du suchst. Schieß es ab. So. Und das war's auch schon. Unglaublich. Fast so unglaublich wie ich. Boom! Jetzt können wir bestimmt noch höher fliegen. Komm, gehen wir zurück, damit ich mich an die Arbeit machen kann. Wir bringen das Baby an, fliegen rauf zur undurchdringlichen Burg, holen uns das ewige Luftdings und sind rechtzeitig zu meinem Date mit Kaylee zurück. Hoffentlich fällt sie nicht vor Begeisterung in Ohnmacht. Hm, ja. Ein Hut und eine Schatzkiste werden wir auch noch finden. Aber erst, wenn wir einen Erzgradner haben. Ich tanze gern an diesem alten Ort. Hier ist es hell und beruhigend mit vielen geheimen Partys. Oder schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich werde hier eine Weile spielen. Erzkalender ihr gerne sehen wollt. Bevor du gehst, helfe ich dir. Ganz bestimmt. Dann, es gibt ja 4 Stück. Ich besetze alle 4. Bash, Dino Day. Du verstehst dich Dino ja gut mit Persephone. Die ist ja vielleicht seltsam. Sie scheint wie Prison, mein Charme Prison Break und Terrafine. Es wird dauern, bis ich den Propeller angebracht Falls habe. Also lehn dich zurück. In den Kommentaren steht, welchen ihr gerne haben wollt. Bevor wir einen finden, werde ich es vielleicht auch vorziehen. So. Und an der Stelle sage ich wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.